Zurück zu Fallout hier und ich habe sie gefunden, die Idioten, die noch übrig sind. Jetzt verreckt er sich! Na, Jared, jetzt komme ich zu dir. Du machst voll Witze! Komm schnell. Dein Zeug ist den ganzen Aufwand hoffentlich wert. Safe-Schlüssel. Und was haben wir da? Noch ein ja. Da. Du bist nichts. Nicht nichts. Nichts. Oh, jetzt ach, das seid ihr ja. Geschrieben hat. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Gristle entweder die letzten Ghoul erledigt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist es gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Chat geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hölsicht des Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Der redet von unserer Einwohnerin. Es sind nicht die Chems. Sie sind nur der Auslöser für die Hölsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Immer noch keine Erfolge, aber das Gerücht über kostenlose Chems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidungen, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dose Psycho neue Visionen bei ihr. Sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. Ein Scherzkeks mit Cowboy-Hut und Lasermuskete, drei Zivilisten und eine gebrechliche alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen, aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen. Ist die Crystal jetzt vielleicht gerade unterwegs nach Sanctuary? Was kriege ich jetzt gerade schon mit der Strahlung ab? Na gut, aber dann sind wir wenigstens jetzt hier fertig und können den Punkt 4 verlassen.
alles geklärt. Nicht nochmal. Sollten nicht. Guck mal, dass ich da wieder zurück bin, bevor die Nacht hereinkommt. Wasserkanal. Bestimmt jede Menge Ghule. Okay. Okay, aber muss ich mir wohl merken. Terminal Meister, das kann ich noch nicht hacken. Ist das hier in etwa? Okay. Ich hoffe, das finde ich wieder. Ich weiß nicht, was gerade los ist, aber mir greift gleich gerade die Frames ein. Das hatte ich noch nie. Und wie sie einbrechen, was ist denn jetzt los? Hallo? Sie brauchen ein bisschen abartig. Was ist denn jetzt los? Da spinnt gerade irgendwas. Na ja, schauen wir mal. Die Aufnahme machen wir noch durch. Recht neu starten. Und mal gucken, ob da was gerade im Hintergrund läuft, was ich nicht weiß. Meine Rüstung haben schon viele Ödländer gerettet. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Zeig mal, was du so hast. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Die Maske erinnert mich so ein bisschen an Sturmtruppen.
das kostet teuer Geld. Oh, 12.000. Das können wir doch mal mitnehmen für 300. Also bitte. Wir rechnen, was ein neues U-Boot kommt, ist das recht günstig. Maschinenpistole verkaufe ich ja auch wieder. Minen benutze ich sowieso fast nie. Einmal Gewehr verkaufen, das verkaufen, das. Das auch. Und schon sind wir wieder fast auf, gehen wir 0 auf 0 raus. Dann gucken wir doch mal, können wir noch irgendwas Schönes leisten. Champion linker Arm. Chat ein bisschen hin, ja. Mad X noch ein bisschen dazu. Mentats. Und schon sind wir wieder fein raus. Und haben schöne neue Rüstung. Zwei Sonnenbau. Champion. Linker Arm. Und Ödländer rechtes Bein. Nett. Hallo. Hast du die Raider gefunden? Die sind Geschichte. Also, wie wäre es, wenn ihr den Minutemen beitretet und anderen helft, wenn sie Hilfe nötig haben? Du hast uns geholfen. Also wäre es ziemlich undankbar von uns, wenn wir anderen nicht auch helfen würden. Wenn wir wollen, dass sich die Lage verbessert, müssen wir anfangen, uns gegenseitig zu helfen. Also, wir sind dabei. Du kannst auf uns zählen, wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst. Danke nochmal. Bitte, bitte, gern. Nun gut, dann mache ich aber jetzt einfach mal eine Schnellreise zurück nach Sanctuary. Ich hatte schon ein paar Tatos gesammelt, die müssen wir jetzt anpflanzen können. Das sollte dann hoffentlich reichen für alle Einwohner. Was hat denn der da für eine Maske auf? Die sieht ja auch noch cool aus. Und da ist es wieder auf dem... Also heute habe ich echt komische Probleme mit Fallout. Ich weiß nicht, was los ist. Sorry dafür. Aber dafür sind jetzt plötzlich die Framepoints wieder in die Höhe geschnallt. Presston. Im Moment läuft's nicht so. Aber es wird besser werden. Die Siedlung, zu der du mich geschickt hast, hat beschlossen, sich den Minutemen anzuschließen. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Ich wusste, du bist perfekt für diesen Job. Ach übrigens, du solltest eine dieser Leuchtpistolen mitnehmen. Mit ihr kannst du Minutemen in der Nähe zur Hilfe rufen. Im Moment ist sie noch nicht so nützlich. Aber wenn sich uns ein paar mehr Siedlungen anschließen, wirst du irgendwann überall Hilfe rufen können. Ich muss dich was fragen. Ich schätze, du weißt, dass ich einer der letzten Minutemen bin. Aber ich hab dir nie wirklich erzählt, was mit uns geschehen ist. Bist du wirklich der letzte Minuteman? Vielleicht nicht im wörtlichen Sinne. Es muss eine Menge früherer Minutemen da draußen geben, die nach dem Quincy-Massaker angewidert aufgehört haben. Aber wir waren die letzte aktive Gruppe der Minutemen. Und jetzt? Nun? Jetzt bin nur noch ich übrig. Was war das Quincy-Massaker? Ich dachte, inzwischen wüsste jeder im Commonwealth davon. Ich war in Colonel Hollis' Gruppe. Eine Söldnertruppe, die Gunners, griffen Quincy an. Die Bewohner baten die Minutemen um Hilfe. Wir waren die einzigen, die kamen. Die anderen Gruppen wandten sich einfach ab. Von uns und den Leuten in Quincy. Nur ein paar von uns kamen lebend daraus. Colonel Hollis war tot. Und so übernahm ich das Kommando über die Überlebenden. Wir haben nie einen sicheren Ort zum Ansiedeln gefunden. Eine Katastrophe nach der anderen. Das Ende des Ganzen hast du in Concord gesehen. Es
Solange du nicht aufgibst, werden die Minutemen weiterleben. Ich werde nicht aufgeben. Aber ich kann das Commonwealth nicht allein beschützen. Ich kann ja kaum diese Leute beschützen. Deshalb rede ich mit dir. Ich kann die Minutemen nicht wieder aufbauen. Aber ich glaube, du schon. Warum kannst du die Minutemen nicht anführen? Weil ich kein Anführer bin. Ich kann meine Leute durch ein Feuergefecht bringen. Ich kann einen Perimeter verteidigen. Aber das wird nicht reichen, um die Minutemen vor dem endgültigen Aus zu bewahren. Wir brauchen jemanden, der das ganze Commonwealth zusammenbringen kann, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich glaube, du bist die richtige Person dafür. Okay, ich mach's. Gut, sehr gut. Willkommen an Bord. Ich habe das Gefühl, dass das ein ganz neuer Anfang für die Minutemen und auch das Commonwealth ist. Keine Sorge. Ich werde immer an deiner Seite sein, General. Warum nennst du mich General? Der Anführer der Minutemen hatte immer den Rang eines Generals. Unser letzter Anführer war General Becker. Er ist 82 gestorben und danach konnten wir uns auf keinen Nachfolger einigen. Das einzig Gute, der letzte Minuteman zu sein, ist, mir widerspricht niemand, wenn ich sage, dass du der neue General bist. Jetzt ist es an dir, dafür zu sorgen, dass es mehr wird als nur ein bedeutungsloser Titel. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die von Raidern bedroht wird. War ja klar. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Geh dorthin und finde raus, was sie wollen. Wir könnten mehr Siedlungen brauchen, die uns unterstützen. Okay, klar, aber zuerst müssen wir jetzt hier mal ein bisschen pflanzen. Ich würde sagen, das machen wir. Warum denkst du, wir seien Freunde? So ein bisschen so ein Zelt rum. Yes. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Sehe ich aus, als wollte ich plaudern? Ich muss dich um einen Gefallen bitten, Kind. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Hä? Kannst du nicht einfach irgendeinen Stuhl nehmen? Das dritte Auge laugt mich in letzter Zeit wirklich aus. Mir tut alles weh, auch wenn ich mich hinlege. Ich weiß, dass es komisch ist, heutzutage einen maßgeschneiderten Stuhl zu wollen. Aber das würde mir echt helfen. Wo kriege ich den Stuhl? Klar, ich helfe gern. Danke. Hä? Woher kriege ich den Stuhl? Ach, das ist er. Okay. So, Essen. Potatoes. Oh, ich habe Klingenkorn auch schon eingesammelt. Aber erstmal brauchen wir Potatoes. Potatoes. Ich kann eine Mutterbeere bauen, dann bauen wir mal eine Mutterbeere. Die gibt auf jeden Fall schon mal einmal Food. So, was ist denn der Unterschied? Gibt keinen. Okay. Schauen wir mal, dass wir das einigermaßen ordentlich hier hinbekommen. So, alte Grummeltante, dann kannst du direkt mal hier anfangen. Jetzt wieder alles runtergegangen.
Langsam fühlt sich das hier wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. An was für eine Art von Verteidigung hattest du denn gedacht? Mauern, Sandsäcke, Geschütztürme, was auch immer du hinbekommst. Okay. Moment, ich muss mal erstmal wieder mal was Schaden abbauen. Kann ich Geschütztürme schon bauen? Ja, sehr schön. Ich baue sie erstmal hier oben hin. Hey, Sturgis. Danke, dass du das erledigt hast. Wir werden alle ruhiger schlafen, in dem Wissen, dass wir nicht völlig schutzlos sind. Der Weg war lang, aber ja, ich glaube, das passt. Ein Zuhause. Fühlt sich gut an. Was jetzt? Tja, jetzt müssen wir wieder lernen zu leben, anstatt nur zu überleben. Du weißt, dass du jederzeit willkommen bist, oder? Meine Tür steht dir immer offen. Die Fenster auch. Und wenn ich's recht bedenke, ein paar der Wände auch. Ich mach mich wohl besser wieder an die Arbeit. Bis dann. Sanctuary abgeschlossen. Und kein Level up, verdammt. Na gut, dann kann ich aber jetzt dann wahrscheinlich bald mal anfangen, hier zu bauen. Und das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Was gibt's?